Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer neuen Aufnahme von The Forest mit mir, der lieben Raven's Place und dem lieben Two Crazy Games. Hi! Hallo! So, jetzt aufgeregt. Ich begrüße dich, Raven's Place. Seit wann heißt du denn Raven's Place? Seit heute. Nee, ich heiße ja schon länger schon Raven's Place. Mir ist mir seit lange nicht aufgefallen, dass halt bei meinem Steam das nicht so ist. Und da musste ich halt erstmal das Ganze erstmal nochmal nachtragen. Das habe ich jetzt mittlerweile auch gemacht. Das war am Wochenende. Juhu. Und ich entschuldige mich schon einmal im Voraus. In meiner Aufnahme kann es mal sein, dass sie mal im Hintergrund mal irgendwie so ganz komisch hört, so wie in einem, ich sag jetzt mal, Moderator hört. Denn bei mir in Bremen sind wieder Skate Nights und das bedeutet, die sind bei mir schräg gegenüber und die sind manchmal so laut, das hört man dann auf jeden Fall. Die Lümmel. Habe ich schon vorher in einigen Aufnahmen gehabt und naja. Die trauen wundern. Sich was. Die trauen sich was. Ey, Freunde. Direkt, ja. Direkt die Polizei rufen. Die ist ja auch da. Ich war ja eben gerade noch schnell drüben und habe dann noch ein paar Sachen noch geregelt. Und da bin ich ja halt noch an einer richtig großen Polizeistaffel vorbeigekommen. Ja, wo ich mich auch erstmal erschrocken habe, weil ich barfuß Autofahrer gefahren bin. Raven, das macht man doch nicht. Ja, nein. Das ist zu warm. Das ist zu warm für Schuhe, muss ich ja auch noch sagen. Ich muss mich ja auch mit dazu zählen. Ich bin ja auch einer von diesen Barfußfahrern. Ist es nur, wenn es wirklich so warm ist wie heute. Ich meine, hier sind es fast 36 Grad und meine Bude ist auch richtig schön muckelig. Also ich habe Freude dran. Ja, ich weiß ja nicht, wie es bei dir drüben ist, in Bonn. Hier in Bonn, du, das kann ich dir aber sagen. Also wir haben hier schnuckelige 30 Grad. In meinem kleinen Kabüffchen ist es natürlich wärmer, weil ich habe hier nur so einen 10 Quadratmeter Kabuff. Und entsprechend schnell heizt sich das hier ein bisschen wieder auf. Aber insgesamt haben wir tagsüber hier zwischen 30 und 35 Grad. Das ist schon massiv. Wir hatten jetzt heute, und das war ziemlich, ziemlich bitter, wurde berichtet aus Siegburg. Da gab es einen Großbrand. Da sind auch Leute umgekommen und so. Also eine ganz, ganz unschöne Sache. Und halt aufgrund von der Hitze halt irgendwo. Ne? Sie vermuten halt, dass irgendwo irgendwas Feuer gefangen hat. Irgendwie Müll oder irgendeine Glasflasche oder irgend so ein Krimskrams. Da finde ich auch, da könnte ich auch wieder so einen Hals kriegen einfach, weil Leute einfach Glas wegschmeißen, so auf Bürgersteigen und auf Wegen. Ich hasse sowas wie die Pest. Mhm. Da sind wir schon mal zwei. Ja. Kann ich auch nicht nachvollziehen. Nee. Aber genug von unserem Leid. Ach ja. Ich hoffe, bei euch geht's gut und wir können euch so ein bisschen bei dieser Hitze ein bisschen ablenken. Wir leiden ja auch darunter. Ja, wir leiden ja alle so ein bisschen drunter. Aber ja. Ganz, ganz, ganz ehrlich, also ich bin so eine Frostbeule. Du bist eine Frostbeule. Ich bin eigentlich eine Frostbeule. Ich finde Winter und Weihnachten und sowas finde ich ganz, ganz toll. Aber mir würden dann quasi so 1, 2, 3 Monate Max Kälte reichen und dann könnte ich schon wieder ins Tropen, so tropisch weiterleben. Also ich komme damit ganz gut klar und viele kommen damit nicht klar. Aber ich bin halt froh, dass es mal warm ist und man nicht darüber meckern muss, dass es kalt ist. Entschuldigung, ich bin gerade in unsere Falle gerannt. Ich wollte eigentlich drüber hopsen. Das hat leider nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Habe ich gehört. Nee, das Ding ist halt einfach auch, über Facebook folge ich ja dem Alexander Gers. Kennst du den? Vom Namen her, vom Gesicht kann ich mir jetzt gerade nicht... Das ist hier der deutsche Astronaut, der jetzt gerade in der ISS klar. Überfliegt. Und der macht ja immer so coole Fotos auch. Und der ist jetzt vor kurzem über Europa hinweg geflogen, unter anderem auch über Deutschland, hat dann Fotos gemacht und hat dann auch gezeigt, dass normalerweise Deutschland im Sommer relativ grün ist. Und jetzt ist das Ding halt, es ist braun. Ha. Komplett braun. Kann man auch falsch verstehen. Ja, normalerweise schon. Also, aber in der Hinsicht kann man nur sagen... Es ist komplett ausgetrocknet. Soweit ich auch gelesen habe, der erste Fluss ist schon tot und alles ganz furchtbar. Ja, gut. Es ist ja jetzt nicht so, als wäre das jetzt voll das Phänomen.
Sowas gab es vor Jahren schon mal. Das kommt sowieso alle 10 bis 15 Jahre vor. Das ist nichts Neues. Und so lange Dürreperioden kenne ich halt auch noch von früher. Also ich kann mich noch an 2, 3 Sommer erinnern. Da war da 6, 7 Wochen, war da 30 Grad, also nichts Neues. Also ich kenne es halt noch von früher. Also ich kann mich, wie gesagt, an 2, 3 Sommer so erinnern. Was halt fehlt beim Wetter, und das fällt mir auch die letzten Jahre halt immer so auf, dass so diese schöne Wetterkurve, also vom Kalten so langsam in dieses Warme, also so ein milder Frühling, dann so ein immer wärmer werdender Frühling und dann halt der schöne Hochsommer, der Sommer und der Hochsommer. Diese Kurven, das vermisse ich in den letzten Jahren. Oh Gott, habe ich mich erschrocken. Ich mich aber auch. Das war irgendwo. Ah, ich sehe ihn. Ja, können die sich nicht mal irgendwie ein bisschen leiser ankündigen? Ich habe mich übel erschrocken. Ja, ich mich auch. Wow, was willst du denn? Au, du Miststück, komm her. Brauchst du Hilfe? Nö, die erste ist tot. Ich glaube, du kämpfst gegen den zweiten, ne? Ja, ich bin. Okay. Huch. Wie schnell standest du gerade wieder auf? So. Ja, pack den da mal hin. Das hat er verdient. Pack den mal hin. Der alte Lümmel. Aber was ich eigentlich relativ vermisse, das sind so richtig schöne Winter, weißt du, mit 2 Meter hohen Schnee. Nebeneinander. Ja, die haben sich lieb. Das ist etwas, das ich wirklich vermisse. Als ich nämlich noch ein kleiner Stöpsel war, hatten wir richtige Winter noch. Weißt du, dass teilweise... Den Eindruck habe ich aber auch. Ja, dass wir damals noch Angst haben mussten, dass unser Haus wirklich unter der Schneelast zusammenbrechen könnte. Ja gut, die Angst, das kennen wir nicht, aber ich kann mich auch tatsächlich noch an so manche Winter erinnern. Wir hatten Winter 97... Klingt wie so ein alter Filmtitel. Winter 97 gab es einen ziemlich heftigen Winter, und da gab es dann halt auch so Blitzeis und so Geschichten, und da fiel dann halt auch die Schule aus und so, weil du konntest noch nicht einmal auf groben Kies laufen, ohne auszurutschen. An sowas kann ich mich noch erinnern. Hast du mir ein paar Knochen übrig gelassen, du Gierhals? Ich wollte sie erstmal retten, weil du gerade... Ja. Ich merke schon, so, Raven die Retterin. Ja. Juhu, natürlich. Ein Knochen, yay. So, Moment. Ist ein bisschen doof gemacht, dass sie dir immer noch einzeln geben muss. Ja, also 2, 3 mehr Knochen pro Schale wäre schon irgendwie... Moment. Hi. Survival! Zitat Ende. Moment mal. Content Klau. Deswegen habe ich gesagt, Zitat Ende. Ach so, Oh ja, das müssen wir unbedingt am besten noch mit Fußnote in die Beschreibung reinsetzen. Ja, damit wir uns rechtlich absichern können. Der liebe Gregor Onk hat sich den Lurch genommen, gemobst. Ja. Hey, hier. Huch. Wo willst du denn hin? Gott. Der Lurch. Ich bin voll. Einen kriegst du noch. Ich bin gerade voll. Moment, da muss ich mal gerade hier... Weißt du, ich bin so auf No Man's Sky mittlerweile. Wir haben ja, wir sind ja auch noch am Tag vor dem gemeinsamen Stream mit zu dritt, noch mit dem Klabautermann. Ja, stimmt. Ja. Und ich drücke immer auf Tab, um das Inventar aufzurufen, weil bei No Man's Sky drückt man ja immer auf Tab, um ins Inventar zu kommen. Stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt. Guckst du? Was? Rennst immer weg. Achso, wie viele Knochen gibst du mir denn noch? Keine mehr. Super, dank dir. Das war aber sehr liebensgewürzig. Ja, damit es nicht heißt, dass ich dir irgendwie alles klaue oder so. Ja. Ja. Was, Wenn es nicht heißt, du Dieb. Da habe ich das in den 15 Folgen, die in den 14 Folgen, die wir jetzt aufgenommen haben, jemals gesagt. Man weiß ja nie. Ich meine, ich kann mich daran nicht erinnern.
Ich auch nicht. So. Ja, ja, finde ich aber gut, dass wir endlich mal wieder Zeit gefunden haben. Oh ja. Gemütlich. Bevor vor allem, weil fast am Freitag die Folge dann dadurch ausgefallen wäre, jetzt am kommenden Freitag. Ja, das stimmt. Denn wir hatten gedacht, wir hätten beide keine Zeit, irgendwie großartig jetzt noch aufzunehmen. Denn wir haben beide ja auch noch so viel zu tun, auch noch nebenbei und so viele Projekte noch am Laufen. Ja, genau. Also aktuell ist die Projektlage sehr breit gefächert. Sehr, sehr breit gefächert. Hast du gerade einen brennenden Pfeil auf den Lurch geworfen? Nein. Dann wurde dieser Lurch hier gerade vom Blitz getroffen. Der hat hier gebrannt. Hier brannte ein Lurch gerade. Also ich weiß nicht, oder er ist durchs Feuer gelaufen. Das kann auch sein. Ach so, dass der Pfeil noch brennt gerannt ist? Ja, das okay. Das kann natürlich auch passieren. Stimmt. Ja, also die Projektauftragslage ist gerade ganz hoch. Aktuell ist ja auch, demnächst steht ja auch der große Umbau vom Too Crazy Games Gaming Magazin an. Und ja, da muss man einfach mal gucken, ob man da irgendwie, wie man sich da so zeitlich irgendwie reintaktet. Und da weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht so, wie ich das ganz genau anstellen soll. Auf alle Fälle soll es so passieren, dass es noch im Sommerloch passiert. Ah. Also das dann so Richtung Herbst, wenn es dann wieder interessanter wird. Das ganze Gaming-Zeugs, bei dem Wetter ist man ja gerne draußen und so, weißt du? Weil selbst wenn du mal draußen willst du nochmal sein. Ich war eben gerade draußen, da bin ich fast wie so ein Vampir, der in die Sonne getreten ist, bin ich fast verbrannt. Wie der Vampir bei den Minions. Weißt du, wo die eben zum Geburtstagskuchen aufwecken. Ja, genau. Und die machen dann das Rollo hoch, weißt du. Und dann kommt so, so nach 300 Jahren stirbt er dann, weißt du, weil er die Minions als Dingens hat. Richtig schöner Schrott. Ja, du hast auf jeden Fall schon mal irgendwie erzählt, dass du halt da große Pläne hast. Ja, also kontinuierlich wachsen, auch wenn es nur auf langsamen Schritten geht. Aber Hauptsache eine kleine Konstante ist drin. Da könnt ihr gerne auch ruhig mal reinschauen. Ihr seid herzlich eingeladen, da einfach mal drauf zu schauen. Da schreibe ich dann auch über diverse Spiele, mache hier und da ein Review und schreibe über unsere Let's Plays. Und genau, die Raven hat, die wurde ja auch schon verewigt in einem Beitrag. Genau. Da ging es ja um The Forest am Ende. Genau, das war, als du angekündigt hast, dass wir unser Let's Play beginnen. Genau. Wo ich da saß und wirklich lachen musste auch. Ja, das war, da war ich im Kreativmodus. Den haben wir noch nicht freigeschaltet hier in Forest, aber im Blog funktioniert er schon. Es war doch gar nicht mal so schlecht, dass wir schon mal den ganzen Bums zusammengesammelt haben in den letzten Folgen. Den ganzen Bums? Ja, den ganzen Kappes. Du weißt ja, was ich meine. Dass wir auf Wildschweinjagd waren und so. Ach so, naja, das meine ich. Ja, klar, natürlich. Das war, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir hier so eine kleine gerade so, ich glaube, so eine spontane Base-Building-Folge machen. So zum Reinkommen oder so. Weiß auch nicht. Ja. Ich meine, was mich mal interessieren würde, was man denn bei so einer Hitze so sonst noch so machen kann. Viele gehen ja baden, viele gehen tatsächlich in den Wald und spazieren ganz viel und viele machen so spontane Kurzurlaube. Zwei, drei Kollegen und Freunde und Bekannte von mir, die waren jetzt in Ostende und in Brügge beziehungsweise Brügge und am Strand und auch dann noch dort am Strand irgendwo und dann sowas halt irgendwie. Da hätte ich ehrlich gesagt auch mal wieder Bock drauf. War eine schöne Stadt, also Brügge war echt eine schöne Stadt. Das glaube ich sofort. Jeder, der den Film Brügge sehen und sterben kennt. Ja, der muss mal. Ich muss sagen, ich habe den nur zur Hälfte geguckt. Was? Ich gucke mir Brügge dann lieber in live an. Also es lohnt sich auf jeden Fall, den Film sich mal anzusehen, weil er einfach so herrlich böse ist. Und ich selber bin ja auch ein großer Fan von diesen schwarzhumorigen Filmen.
dänische Delikatessen, Adams Äpfel zum Beispiel, um ein paar zu nennen. In China essen sie Hunde, Hube, Dame, König Gras. Was willst du denn? Huch. Oh, Besuch. Wir kriegen wieder Besuch. Ist der gerade in den Baum da hoch? Dieser? Ja, ja. Deswegen habe ich ja gesagt, wir müssen ja hier die Bäume rundherum in nächster Nähe. Ich sehe gerade so gar nichts mehr. Und ich finde, ich habe meinen Speer weggeworfen. Scheiße. Kommst du soweit klar? Ja, alles gut. Dann bringe ich schon mal Kandidat Nummer 1. Au. Was willst du denn? Ich werde umringt. Au. 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 Du Drecksack. Ah, komm her, du. Mistvieh. Stirb. Endlich. Du sollst mich doch nicht treffen. Puh. So. Danke. Bitte. Mann, die haben wir hatten jetzt aber einen guten Wumms, ne? Ja. Hm? Hier liegt schon ein Toter. Ja, den habe ich da hingelegt. Achso, die waren zu dritt diesmal. Die waren zu viert sogar. Zu viert? Einer ist entkommen. Das gibt's nicht. Na, kommst du nicht drüber? Nee, ich bin zu dick. Shift, Tab. Genau. Shift, Tab und dann rüber. Nee, Shift. Shift und Space. Was mache ich doch schon die ganze Zeit? Ich lauf rum. Huch. Ich nehme den offiziellen Weg. So. Ist zu lange her, dass wir das letzte Mal Forest gespielt ja, haben. Ne? Ja, irgendwie. Ich glaub, 2 Wochen oder so? Ach, ungefähr, ja. Ich meine, es sind 2 Wochen gewesen. So, oh Gott, dann guck ich mal gerade, wie viel habe ich denn noch? 5 Knochen habe ich hier. Also, wenn du brauchst, kannst du dir bis auf 1 Knochen alle nehmen. Oh, cool. Weil ich bin. Aber dann musst du auch mal eben da bleiben, sonst verschwindet der Knochen auch. Ja, ich bin sofort wieder da. Ja. Ich muss nur hier meinen. Aber um auf deine Frage eben gerade nochmal zurückzukommen, ja. Was man noch so im Sommer machen kann. Mich ärgert es ja, und ich bin darauf mal angesprochen worden vor einiger Zeit, von jemandem, der halt auch nicht in hier oben im Norden wohnt. Da bin ich halt gefragt worden, ob ich dadurch, dass ich hier oben im Norden wohne, auch öfters mal ins Meer fahre, weil ich ja die Möglichkeit dazu habe. Ja, wieso machst du es nicht? Ja, Zeitgründen. klingt ironisch, aber aus Zeitgründen schaffe ich es nicht immer. Raven, wieso machst du das nicht? Du hast es mir ja, direkt vor der Tür. Naja, nicht direkt vor der Tür. Ich muss da schon 2 Stunden fahren, dann bin ich auch da. Aber es ist halt nicht so weit weg. Und ich... Normalerweise, früher habe ich das öfter gemacht. Da war ich auch wirklich viel unterwegs. Und dann, weiß ich noch, war ich mit einem Kollegen unterwegs. Da haben wir uns auch den Pilsumer Leuchtturm angeguckt und so. Und solche Touren gemacht, solche Tagestouren. Ja. Ach, das war schön. Das vermisse ich auch. Und so bei so schönem Wetter, da lohnt es sich eigentlich auch mal. So richtig schön ans Wattenmeer zu fahren. Watt? Watt? Ans Watt? Watt? Ans Watt, Watt. Watt? Watt? Das hat unser Geolehrer damals immer gemacht. Watt? Das fand er immer lustig, ja. Das ist schon Jahre her. Oh Gott, wie lange ist es her, dass das letzte Mal im Wattenmeer war? Oh, fast 10 Jahre. Ich weiß nur, dass damals habe ich auch schon eine Tour gemacht mit meinen damaligen Lebensgefährten, sage ich jetzt mal. Und habe ihn einfach dazu eingeladen. So, ich habe eine Überraschung vor, ich habe eine Idee, lass uns das mal machen. Er hatte halt keine Ahnung, wo es hinging. Und da habe ich ihn dann eingepackt. Und er ist dann halt, wir sind früh morgens los und ich weiß noch, der ist im Auto eingepennt. Und 2 Stunden später, weil es so früh war, es war halt sonntags und es war halt früh und er war halt müde und ich habe gesagt, du pennst, ich fahre, alles gut, ne? Sind wir dann losgedonnert und dann sind wir dann nach 2 Stunden oder 2,5 Stunden über Autobahn in Cuxhaven dann angekommen. Und er ist dann aufgewacht, guckt mich an, so, wo sind wir denn? Ich so, ja, wir sind in Cuxhaven. Er guckt so nach vorne, so durch die Windschutzscheibe und sieht, dass wir direkt am Wattenmeer sind. Okay. Weil ich habe auch nämlich noch geguckt, wann genau ist Ebbe, wann ist Flut, ne, dass wir das zeitlich irgendwie alles gut abpassen können.
Und dann sind wir dann halt ein Watt spazieren gegangen. Und dann waren wir dann noch später noch in Cuxhaven im Seebad, also im Meerbad, Wassermeerbad. Das war richtig cool. Das war ein richtig cooler Tag. Schön. Ja, fand er auch. Das ist doch mal eine coole Idee. Mann, ja, ich hatte halt damals zu der Zeit halt gesundheitliche Probleme. Da wollte ich ihm halt was Gutes tun. Oh, ich hoffe nichts Schlimmes. Nein. Aber er hatte halt Probleme mit der Haut und da habe ich gesagt, so, warum denn nicht? Und dann sind wir halt ans Meer gefahren, weißt du, so ein bisschen frische Seeluft schnappen und so. Das hat ihm wirklich auch gut getan. Mhm, cool. Ja, ich bin halt ein netter Mensch. Kannst du sein, ja. Kann ich manchmal sein. Ich überrasche Menschen. So, wir müssen mal gucken, ob das jetzt funktioniert, was ich jetzt hier vorhabe. Wenn du schon so formulierst, dann kann es nicht funktionieren. Doch, ich meine schon. Das erinnert mich immer an diesen Satz, was kann schon schief gehen? Ne? Was du weißt, du kann weißt schon nur, schief? Alles. Genau. Es also, geht alles. Einfach geht alles schief. Ja. Ah, nee, das sieht doof aus. Nee, das sieht doof aus. Raven, ich lass das mal. Nee. Ich baue mal unsere Mauer ein bisschen weiter aus. Ja, mach mal ein bisschen Licht, weil es wird langsam dunkel. Dann sagst du zum Ossi. Das hast du jetzt gesagt. So. Obwohl, wenn da jetzt hier so ein... Wenn man da jetzt so... Nee, das ist doof. Nee, das ist doof, Raven. Ich glaube, nee, das können wir nicht so machen. Wir brauchen eine richtig tolle Terrasse hier. Das müssen was wir hast du denn das, vor? Was müssen wir denn hier machen? Naja, ein bisschen Gemütlichkeit. Naja, Raven. Was denn? Ah! Gott. Mann! Wo bist du denn? Oh Gott! Da kam mir gerade ein Fleh. Was war das denn? Oh. Schreck, lass nach. Oh, entschuldige. Oh, hab ich mich verjagt. Der kam so durch die Tür geflogen. So wie. Du kennst doch diese Segways, ne? Da kam er so mir entgegen, alter Schwede. Oh. Der nächste. Das Spiel rauchelt auch überhaupt nicht. Bah, der Kopf. Liegt da noch ein Zahn? Hauptsache, ich krieg erstmal den Schreck meines Lebens. Mein Lieber. Weil ich bin ja eigentlich gar nicht so schreckhaft. Das sind immer nur diese elenden Jumpscares. Schön. Oh, ich freue mich, wenn ich endlich mal Outlast und sowas spielen kann. Habe ich ja schon auch schon länger vor. Hashtag keine Zeit, weißt du? Ja. Da warten ja so einige Leute drauf, wie ich mich dann. Ich kann es leider nicht let's playen. Das ist leider ein bisschen doof. Wieso? Weil Outlast kam raus lange bevor ich mit dem Stream bzw. mit dem LPs angefangen habe. Und deswegen habe ich damals das ja auch nochmal gespielt und kenne das Spiel halt also. Ach so. Also bin ich vor den leider kenne die Geschichte halt also und werde mich wohl kaum großartig erschrecken. Ja. Das ist ein bisschen doof und da macht es natürlich keinen Sinn. Dafür habe ich aber alle andere Spiele auf der Liste, wie zum Beispiel Kolat. Ja, das habe ich schon mal im Stream habe ich das schon mal angespielt für 1-2 Stunden. Bin bis heute noch nicht dahinter gestiegen, wie es funktioniert. Und werde dazu auch noch mal ein richtig schönes Live-Let's Play machen und ich weiß ganz genau, das wird mich fertig machen. Ja, live ist es noch viel schöner. Ja. Da war auch ein scheiß Tag, als ich das versucht habe. Und dann... Tommy? Ja? Guckst du mal auf die Uhr? Ich habe heute keine Uhr an. Meine ich nicht. Ich meine jetzt auf die Aufnahmeuhr unten bei OBS. Da wird es doch angezeigt, wie lange wir schon aufnehmen. Ja, 25 Sekunden. Genau, 25 Sekunden. Die Folge ging jetzt 25 Sekunden. Genau, da liegt noch ein Schädel. Kannst du den nehmen? Nee, leider nicht.
Dann brauche ich mal noch schnell. Dann brauche ich mal schnell noch ein Licht und dann machen wir. Beziehungsweise warten wir noch schnell hier die. Die Brüllmücken ab und dann. Die Brüllmücken. Können wir gerne eine folgen. Mhm. Ein Folgenpäuschen machen. Ein Folgenpäuschen. Mann, dass die Folgen auch immer so schnell rum sind, ne? Ja, furchtbar. 20 Minuten sind ratzfatz sind die Folgen rum. Das geht immer so schnell. Das ist unmöglich, sowas. Unmöglich. Unmöglich. Unfassbar unmöglich. So. Okay, ich glaube, das war's, ne? Dann würde ich mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zusehen, vielen Dank fürs Dabeisein, liebe Raven, wir sehen uns in der nächsten Folge. In der nächsten Folge auf jeden Fall. Bis dann, tschüss!